Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Ys Origins. Und ja, nachdem wir den Kampf gegen Kishgal in der letzten Folge verloren hatten und so viel passiert ist, sind wir nun an der Turmbasis zurückgeblieben. Wir könnten theoretisch versuchen, den Turm zu verlassen, aber dann würde sich natürlich jeder Sorgen um uns machen. Deswegen sprechen wir lieber mal mit den Leuten hier. Zuerst einmal mit Rico. Zuerst haben unsere Feinde gelernt, wie man Dämonen kontrolliert, und nun haben sie Lady Fina gekidnappt. Und nun ist auch noch herausgekommen, dass die schwarze Perle vom Solomon-Schrein verschwunden ist. Die Dinge gehen von schlecht zu noch schlechter. Ja, kleine Hintergrundinformation. Die schwarze Perle ist die der Ursprung aller Zauberkraft. Und sie gibt auch dem Kleria-Erz, was wir brauchen, um unsere Waffe zu verstärken, die Macht. Warum haben die Göttinnen die schwarze Perle mit sich genommen? Ich kann mir nicht vorstellen, was für eine Situation so schlimm ist, um so eine bizarre, zerstörerische Aktion hervorzurufen. Es gibt nur eins, was ich sicher sagen kann. Ich glaube an Lady Rhea und Fena mit all meinem Herzen. Und ich tue alles in meiner Macht, um sie jetzt sicher nach Hause zu bringen. Und da ist Dino. Hey, Judika. Hey, Dino, ich bin froh, dass du es zurück zum Turm geschafft hast in einem Stück. Ich bin froh, wieder zurück zu sein. Es ist immer noch ziemlich unbequem da draußen. Nachdem ich jetzt nur meine Aufklärung gemacht habe, sollte ich mich der Suche anschließen. Aber vermissen will ich immer noch den einen Zauberer vom Haus Fekt. Du meinst Hugo? Er hat schon damit begonnen, den Turm für sich selber zu erkunden. Hat er? Ja, hat er. Er ist ein sehr interessanter Typ. Ein magisches Naturtalent. Aber er ist mehr als nur das. Er sagt, er kommt mit den Dingen hier drin alleine klar. Und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, nun ja, da kann ihn nichts stoppen. Oh, okay. Vielleicht, wenn er da gewesen wäre statt mir, wäre Lady Fina nicht in diesem Punkt jetzt nicht gefangen. Mit dieser Rate und mit jedem Mitglied der Suchparty habe ich jetzt nur die Möglichkeit, mich selber auf den Weg zu machen. Wünsche mir Glück. Na, viel Glück dann. Und dann, das hatten wir schon. Haben wir noch Shion hier. Judika, was ist los? Es tut mir leid, es ist nicht wirklich etwas. Wenn es dich etwas erleichtert, ich habe selber Zweifel. Ich habe immer als Aufpasser für unsere Ladies gedient, aber ich habe das hier nie kommen sehen. Es hilft zwar nichts, aber ich denke, wenn ich mehr Kraft hätte und mehr Weisheit, dann wär ich in der Lage gewesen, das hier alles zu verhindern. So wie du und Rico zu euren Großvatern, ja, jetzt fehlen mir die Worte. Naja, da du und Rico immer im Schatten eurer Großväter standet, fühle ich mich auch so, als ob ich, als ob man mehr von mir erwartet. Oberpriester. Ich weiß, du fühlst dich geschlagen, aber glaub mir,
wenn ich dir sage, dass die Zeit wirklich alle Wunden heilt? Hm, tut sie nicht wirklich, aber gut. Selbst die des Geistes. Für nun solltest du all die Was-wäre-wenn beiseite legen und deinen Geist ordnen und dich einfach ausruhen und dir selber Zeit geben. Ja, danke. Ich danke euch sehr. Ich bin wohl wie ein offenes Buch, hm? Das ist etwas demütigend. Hm, was tue ich nur hier? Ich bin tatsächlich außerhalb meiner Liga. Und ich halte jeden zurück. Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass ich die Göttinnen beschützen kann, obwohl ich keine Magie benutzen kann. Lady Fina wäre enttäuscht von mir. Und wir haben einen kleinen Rückblick. Ah, Rhea, du bist zurück. Da spricht jetzt Fina. Fina, was ist passiert? Ich hörte, du hast die Ritter weggeschickt, die zur Untersuchung kamen. Ja, es gab keinen Grund mehr, dass sie hier sind. Du siehst, ich habe unseren Eindringling selber geschnappt. Hast du? Ach ja, das habe ich. Okay, es gibt keinen Grund mehr, sich zu verstecken. Komm raus und zeige dich. Oh, süßes Bild. Da ist Judika doch ein kleines Mädchen. Hallo. So. Du bist der süßeste kleine Eindringling, den ich je gesehen habe. Was ist dein Name? Judika Tova. Tova, hm? Ja, sie kam hier mit ihrem Großvater her, aber sie wurde von ihm getrennt. Glücklicherweise hat sie den Weg in unser kleines Heiligtum gefunden. Ah, ich sehe. Es tut mir leid, Göttinnen. Überall waren Ritter und ich hatte Angst. Also bin ich... Es ist alles in Ordnung, Judika. Wir sind froh, dich als unseren Gast zu haben. Hm? Fina, würdest du bitte etwas Tee vorbereiten? Natürlich. Wir müssen uns auch über unsere Gäste kümmern. Vor allem um die Kleinen. Und da ist Judika älter. Mit deinem Vater trainieren? Warum will so jemand Süßes wie du Kampf trainieren? Ich kann keine Magie benutzen, also werde ich niemals in der Lage sein, Großvaters Position einzunehmen. Das einzige Talent, was ich habe, ist, dass ich sehr stark bin, wie mein Vater. Also will ich ein heiliger Ritter werden und euch beiden dienen. Ja. Sehr enthusiastisch, Judika. So. Judika? Ist das ein Problem? Also, wenn du ein Ritter wirst, dann musst du dich nicht mehr immer hier reinschleichen. Es würde uns es viel einfacher machen, uns mit unserer besten Freundin zu treffen. Und du bist in der Lage, deinen Vater zu übertreffen. Das ist gut, aber es ist nur ein Bonus. Oh, Rhea. Komm schon, Fina, du bist genauso fasziniert davon wie ich. Natürlich, aber es ist ein sehr großer Schritt, das alles zu schaffen.
Aber meine Zeit mit Unica zu verbringen, macht mich jeden Tag glücklicher. Wirklich? Ich bin so froh, das zu hören. Aber du musst uns etwas versprechen, Unica. Du musst uns versprechen, dass du mit deinem Training fortfährst und ein heiliger Ritter wirst. Und dass du uns mit all deinem Herzen beschützt. Oh, sehr sentimental. Und auch noch diese sentimentale Musik. Haha, Sir Unica Tova. Es hat einen interessanten Ton. Ich verspreche, ich werde ein heiliger Ritter und euch beide beschützen. Ich weiß nicht, ob ich so gut werde wie mein Vater, aber ich tue mein Bestes. Unica Tova, richtig? Oh, das ist jetzt wohl die Stelle, wo sie sich in die Suchgruppe drängt. Commander, ich bitte euch. Bitte überlegt euch nochmal eure Entscheidung, bitte. Ich werde alles tun, um zu helfen. Mich nochmal zu fragen, wird meine Entscheidung nicht ändern. Es gibt keine Garantie für die, die auf die Oberfläche gehen. Und du hast dein Knappentum gerade erst begonnen. Du bist immer noch nicht bereit. Wenn irgendwas passiert dort unten, wie könnte ich deiner Familie noch ins Gesicht sehen? Und Unica punktet. Ich denke nicht, dass ich es noch länger aushalte. Entschuldigung. Ich weiß, dass ich aufdringlich bin und dass ich absolut keinen Grund habe. Aber mein Vater und auch die Göttinnen haben den Schrein verlassen ohne ein Wort. Und ich will einfach nicht mehr zurückgelassen werden. Also. Ich denke, wir verstehen uns langsam. Commander? Es ist nichts. Unica, die Situation auf der Oberfläche ist immer noch sehr extrem und ziemlich anstrengend. Bist du wirklich bereit, ein Ritter zu sein und selbst die größten Schrecken ins Auge zu sehen? Und ja, das scheint sie wohl gewesen zu sein, bis sie Kishka getroffen hat. Hey, Unica. Und wir sind wieder zurück im Turm. Und da ist Roy. Roy. Ich möchte mit dir reden. Hast du eine Sekunde? Ja, was ist es? Also, du weißt doch, wie sehr ich heiße Orte hasse. Ja. Selbst wenn ich in die Nähe von Lava komme, ist es, als ob ich aus meiner Rüstung schmelze. Nun, Cecilia vergießt nicht mal einen Schweißtropfen, aber das ist eine andere Geschichte. Roy, ich bin wirklich nicht in der Stimmung. Hör mir einfach zu, okay? Ich dachte, ich könnte diese feurigen Korridore meistern. Und während ich dort war, habe ich etwas Interessantes gesehen. Du wirst niemals raten, was. Na, wie sollte ich denn? Sag's mir einfach. Ein zweihändiges Großschwert mit einer blutroten Klinge und einer scharlachroten Klinge. Auf einem Altar zur Schau gestellt. Warte, ein scharlachrotes Schwert? Willst du mir damit sagen? Yep, wir haben dieses Schwert schon Millionen Mal gesehen. Es ist kein Irrtum. Es ist
definitiv das Lotusschwert deines Vaters. Aber was tut das Schwert meines Vaters auf einem Podest in diesem Turm? Ich habe keine Ahnung. Wir wurden zurückgerufen, kurz nachdem ich gesehen habe. Also konnte ich es nicht genau untersuchen. Aber ich weiß genau, was ich gesehen habe. Ich dachte, ich habe geplant, es jetzt holen zu gehen. Aber ich weiß nicht, wie du darüber fühlst. Aber ich bin nur ein Knappe. Wie könnte ich... Ach, vergiss das endlich. Sei nicht so eine Dramakönigin. Du hast es den halben Turm hochgeschafft, ohne jegliche Unterstützung. Und niemand hat behauptet, dass du nicht qualifiziert bist, hier zu sein, nur du selber. Du solltest aufhören, dir Selbstmitleid zu verfließen und das tun, was du am besten kannst. Sachen sehr hart zu zerschlagen. Ja. Sachen zu zerschlagen. Aber ich denke, wenn du auftauchst, um das Schwert zu holen, wird dein deprimiertes Gesicht seine ganze Macht vertreiben. Also denke ich, ich hole es am besten selber. Dein Vater wird dich sicherlich nicht so sehen. Warte. Was ist es? Ich dachte, wir sind fertig mit Reden. Um ehrlich zu sein, habe ich zurzeit gerade nicht besonders viel Selbstvertrauen. Aber trotzdem möchte ich diejenige sein, die das Schwert meines Vaters nimmt. Ich meine, ich bin seine Tochter. Mann, du bist einfach. Ich hab dich ausgespielt wie ein Deck von Karten. Aber ich denke, du wirst es überstehen. Die Szene ist toll. Hör auf damit, behandle mich nicht wie ein Kind. Also, ich muss mich wieder der Suche anschließen. Aber falls du dich wunderst, ich habe bereits die Erlaubnis von Commander Galleon bekommen. Du darfst gehen. Danke. Sei einfach vorsichtig. Die Dämonen weiter oben im Turm sind sehr stark. Lass deine Verteidigung nicht sinken. Ich weiß. Wir sehen uns später, Yunica. So, der gute Roy hat uns wieder etwas aufgebaut und wir sind wieder im Spiel. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.